Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Herzlich willkommen hier auf meinem Gaming-Kanal. Ihr habt das letztens mitbekommen, mein Rechner, bisschen Energy, bisschen zu viel geraged, ein bisschen raufgehauen. Hey! Da! Meine Fresse, es ist immer das gleiche in diesem verdrecksten Spiel, Digga, echt. Und dann geht die eine oder andere Hardware eventuell doch mal in Arsch. Wir haben heute mitgebracht der gute Roman von Case King. Roman kennt ihr ja. Und dann haben wir noch den guten Tom, auch von Case King. Ja, ihr bastelt jetzt heute um. Neue Grafikkarte. Ich darf kurz erwähnen, momentan jetzt gerade die stärkste auf dem Markt. Ne? Kann sich aber in einigen Tagen wieder ändern, weil ja dann die TI kommt. Genau. Und ja, ich überlasse dir mal das Wort, Roman. Was wird heute passieren? Was wird eingebastelt hier? Ja, also ich war ja vor 2 Wochen schon mal bei dir. Ja. Dann haben wir versucht, den Rechner so ein bisschen zu retten, was zu retten ist. Genau. Haben aber gemerkt, ja, das wird nichts mehr. Und ja, dann wird zu doll gemacht. Und ich habe auch gemerkt, OBS ist krasser, als ich dachte. Ja. Weil wir hatten ja 10-Kern-CPU drin und ja, die Auslastung war echt heftig. Das haben wir gesagt, okay, ey, wenn da schon irgendwas nicht passt, dann wechseln wir einfach alles. Das heißt, wir upgraden jetzt von einer 10-Kern-CPU auf eine 16-Kern-CPU von AMD. 16-Kern, Digga. Also der neueste AMD Threadripper kommt rein, RTX 2080, aktuell das schnellste, wie du schon gesagt hast, dann 64 GB RAM, schönes Board von MSI, 1 TB NVMe SSD. Ja, Tom habe ich dabei, der macht bei uns die ganzen wassergekühlten Systeme, okay. Dieses Hardtube-Biegen, ja, das ist einfach nicht mein Ding, wenn ich das mache, sieht aus wie Kraut und Rüben. Ja. Wird das auch hier heute machen, dass man das so biegt und so? Er macht das live hier, ja. Boah, dann könnt ihr mal sehen, wie das so funktioniert mit Wasserkühlen, das ist ja richtig so customized, ne? Das ist so richtig Handarbeit im Endeffekt. Ja Leute, guck mal, was ihr hier heute alle sehen werdet. Was habt ihr da noch so? Motherboard ein komplett neues oder was? Also wir haben schon mal... Erstmal die hier, genau. Das ist ja jetzt gerade das stärkste Ding hier, was wir in den Händen halten können. Die gute RTX 2080, also die heißen ja jetzt RTX... Warum wegen, nicht GTX? Wegen Raytracing. Okay. Raytracing ist was, wie das Licht dargestellt wird, also die Lichtstrahlen, die Rays. Okay. Und deswegen, weil die Karten das jetzt offiziell unterstützen, weil die Raytracing-Kerne haben, deswegen heißt die eben RTX und nicht mehr GTX. So Leute, guckt das ja gerade. Zack, ja. Ja, aber die haben wir ja jetzt auch ein bisschen angepasst. Genau, also das ist genau die gleiche Grafikkarte, nur eben haben wir die umgebaut auf Custom-Wasserkühlung. Also ihr seht, da ist ein Full-Cover-Block drauf von EKWB und eine Backplate. Backplate aus Aluminium und der Full-Cover-Block vorne, das ist hier so ein Kunststoff, Acetal, unten drunter ist Kupfer. Und da ist halt die ganze Karte dann perfekt gekühlt, weil wir ja eine Wasserkühlung in deinem Tisch drin haben. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, Tom und Roman. Let's go. So, also wir haben jetzt die Schublade aus dem Tisch geholt und wir werden ja alle Komponenten tauschen. Das heißt, wir tauschen zum Beispiel auch das Netzteil, weil wir wollen einfach alle Fehlerquellen ausschließen, dass einfach wieder alles hundertprozentig läuft. Und wir haben das gleiche Netzteil wieder dabei, einfach die Kabel ab, neues Netzteil rein. Das komplette Bundle kommt raus, also komplettes Mainboard, CPU, Arbeitsspeicher, alles raus und das neue direkt rein. Schwierigkeit ist natürlich diese ganzen Hardtubes, die hier dran sind. Die Acrylröhren, die sind ja vorgebogen, die sind immer hundertprozentig angepasst an das individuelle System. Und deswegen habe ich auch den Tom dabei, weil der einfach so viel besser darin ist als ich. Wenn wir das eingebaut haben, dann muss Tom die ganzen Tubes neu machen. Das macht er dann auch live hier gleich vor Ort. Ja, das heißt, Bundle raus, Grafikkarten raus und das neue rein. Das erinnert mich richtig an Exhibit damals, der immer die Autos getunt hat, weißt du? West Coast Customs? Ja, West Coast Customs. Das ist voll krass, so was. Man kann schon eben drüber unterhalten. Das ist alles so schnelllebig. Nach einem Jahr gibt es schon wieder was Neues oder nach einem halben Jahr und man kann da rumbasteln, wie man will. Es hört einfach nie auf. So, jo. Boah, komplett mal alles ausgetauscht hier, Alter. So, jetzt transportieren wir den Rechner nach oben auf die Terrasse und pusten ihn nochmal richtig aus, damit der ganze Staub auch draußen ist. Nochmal einmal kurz reinigen. Ja, guck mal, das Geile ist, Leute, was ich jetzt da vermissen werde, guck mal hier ist ja mein Logo drin. Wisst ihr, was ich meine? Da. Das ist das Besondere daran. Ja. Es geht ungefähr so 10 mm in den Fitting rein. Und dann schaue ich hier drüben. Das ist immer so ungefähr zum Ende vom Gewinde hin. Wo
Womit füllt ihr das jetzt auf? Die gleiche Flüssigkeit, die wir vorher auch drin hatten, also das Mayhem's Pastel White, also eine weiße Pastellflüssigkeit. Aussehen? Kühlflüssigkeit ist also eigentlich Wasser mit Glykol, also so ein bisschen Alkohol und halt so weißen Farbpartikeln. Ist eine geile Basis, können wir auch nehmen, um alles Mögliche zu färben. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen es jetzt blau haben, dann packen wir noch ein bisschen blaues Konzentrat rein. Der Geruch macht ja ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Also, erinnert mich auch ein bisschen an so Wandfarbe oder so. Ja, ein bisschen Dispersionsfarbe und so Lack, ein bisschen. Ja, doch, stimmt. Kommen da Gefühle von früher hoch, oder? Ja, so alte Arbeitsgefühle noch, weißt du? Ja, wo ich noch schleifen musste jeden Tag, wie so ein Knecht. Ja. Und dann einfach drücken, oder was? Genau, einfach eine Flasche drücken. Ja. Guck an. So. Wie arbeitet, wie er sich nach oben drängt hier. Zack, siehst du den Waschen. Ja, bis. Keine Luftblase. Also versuchen so viel Luft wie möglich rauszubekommen. Bist du? Mensch, Tom! Naja, jetzt ist voll, das oder? Das Ding kostet über 10.000 Euro, verdammt. Aber jetzt ist voll. Ich meine, jetzt kann man sehr eigentlich rein, Dings. Gut. Ja, haben wir es auch geklärt. Was ist der nächste Schritt jetzt? Jetzt müssen wir testen. Schauen, ob alles da ist. Vor allem RAM-Riegel, ob die erkannt sind, ob die Grafikkarte da ist. Dann mal kurz Stabilitätstest machen. Einfach checken, ob wir einen Grafikkartentreiber installieren können. Einfach so die ganzen Basics. Normalerweise machen wir das ja bei uns in-house 24 Stunden Stabilitätstest. Und jetzt müssen wir halt hier mal checken, ob alles passt. Na, jetzt wird er ja anders behandelt, ne, in Zukunft. Also hört auf zu ragen, Freunde. Das bringt gar nichts. Teurer Spaß. Genau. Hat er gesagt, heute Abend 20 Uhr. Mhm. Ja, ich habe gerade gesagt, heute wurde alles ausgewechselt. Netzteil, Mainboard, Grafikkarte, CPU, Arbeitsspeicher. Alles, Arbeitsspeicher. Also jetzt gerade schon fertig jetzt. Jetzt fertig, jetzt nur noch Windows aktivieren, dann halt eventuell die Software für die RGB. Brauchst du jetzt mal ganz kurz Windows, oder? Ja klar. Geiler Typ, der. Was soll ich machen? Naja. So Leute, wir kommen jetzt auch zum Ende. Die Jungs stellen hier nochmal alles ein. Hat alles super funktioniert, auch mit der Kühlflüssigkeit. Also ist jetzt, wir hatten keine Probleme, würde ich sagen. Ne? Nö, alles top. Ging alles reibungslos. Windows ist auch schon drauf, alles schon vorher gemacht. Jetzt noch ein paar kleine extra Einstellungen. Und Roman. Es wird ja bald nochmal eine GeForce 2080 verlost hier demnächst. Genau. Also ungefähr wann, weißt du, ungefähr so? Ich schätze mal so in circa 3-4 Wochen, wenn wir wissen welche. Auf dem Kanal hier, Leute. Auf Flying Gaming wäre das mal hier auf das Ding. Lass ich nur mal so ungefähr wissen, so. Sowas könnt ihr demnächst hier bald gewinnen. Paul, mach mal ein schönes Close-Up hier. Ja, Leute, guck. Ja, und auch sonst, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr konntet auch aus diesem Video so ein paar Infos raussaugen, wie sowas funktioniert mit der Wasserkühlung und hier Mainboard da eingebaut und so weiter. Vielleicht hat der ein oder andere was Sinnvolles mitgenommen. In diesem Sinne, haut rein und wir sehen uns zum nächsten Video.